Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin. Zum ersten Mal startet E-Garage Inside, der Blick hinter die Kulissen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn Professor Linda Bould, Forscherin aus Edinburgh, gibt einen tiefen Einblick in die britische Denkweise zum Thema Dampfen. Tenor an der Theorie, dass eine E-Zigarette die Einstiegsdroge zum Rauchen ist, ist nichts bewiesen. Auch keine neue Abhängigkeit vom Nikotin werde damit geschaffen. Unsere Untersuchung zeigt, genau wie andere in verschiedenen Teilen Großbritanniens, dass das nicht der Fall ist, sagt sie. Junge Menschen würden zwar mit E-Zigaretten experimentieren, die zum Teil auch Nikotin enthielten, aber das Experimentieren führt derzeit nicht zum regelmäßigen Gebrauch, so die Forscherin. Viel Stoff für die Diskussion. Ich finde auch, man muss auch eins ganz deutlich sagen, es wird oft das Argument gebraucht, wenn jetzt jemand anfängt zu rauchen, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn man mit E-Zigaretten anfängt. Wissen wir nicht. Wissen wir alles nicht. Sie haben es oft gesagt, wir haben keine Langzeitstudien. Und immer wieder die Frage, sind E-Zigaretten wirklich die Einstiegsdroge? Gibt es dazu Zahlen, auch wenn nicht langfristig und nicht schon die 20-Jahres-Studie vorliegt, gibt es dazu Zahlen? Die Antwort aus berufenem Munde und im Originalton. We can't actually tell. Whether those group of teenagers, and in one study it was about 16 people who had tried an e-cigarette who went on to smoke, whether they would have become a smoker anyway, because we're not removing tobacco from their society. I would love to see an approach where we took the tobacco away and then we could potentially answer that question. But I am very confident that we are not seeing any data from any country at the moment which proves to me in research terms that e-cigarettes are causing more young people to smoke. Es geht nicht darum, die E-Zigarette zu verherrlichen, beschrieb der SPD-Mann in der Runde seine Position. Das wolle sicherlich niemand. Sondern es geht eigentlich nur darum, politisch nicht Voraussetzungen zu schaffen. Und auf dem Wege sind wir leider im Moment mit den Entwürfen der Bundesregierung, eben gerade keine Voraussetzungen zu schaffen, die der E-Zigarette nicht eine realistische Chance geben, sich auch zu bewähren und überhaupt Langzeitstudien tatsächlich auch mal mitzuführen und zu sehen, in 15 oder 15 Jahren, wie viele Menschen oder junge Leute greifen denn tatsächlich als allererstes zur E-Zigarette. Die Motive sind unterschiedlich. 110.000 Tote jährlich durch den klassischen Tabak sind einfach zu viel, sagt der Linkspolitiker im Podium und zitiert aus einer griechischen Studie. 1,3% der Dampfer haben vorher keine Zigaretten geraucht. Also wenn wir damit reden, dass man mit der E-Zigarette einsteigt in das Rauchen, 1,3% sagt diese Studie. Wie gesagt, stelle ich gern zur Verfügung. Das heißt, wir reden tatsächlich in erster Linie dann zu mehr als 98% davon, dass Zigarettenraucher auf eine E-Zigarette umsteigen. Dazu könnten auch die Motive für den Umstieg untersucht werden. Wir von E-Garage werden das tun und die Diskussion weiter begleiten.